Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Replay of the Week von der Rise Community und diese Woche mit unserem Mitglied, den guten Kampfgeist 97 von Rise in seinem T49 und das Ganze auf Prokhorovka und wir gehen mal rein, hallo, und starten das Game. Ja, er hat zum Anfang, pinkt er hier direkt schon mal an, wo er hin will. Es ist ein 10er Game, drei Artis auf jeder Seite und ein Scout. Und wer Prokhorovka, also Feuriger Bogen, kennt, der weiß, wie wichtig Scouts auf dieser Map sind. Und wenn du dann nur noch einen hast und drei Artis dahinter, das kann spannend werden. Gegnerischen Artis, vom Namen her der Clans, würde ich sagen, hätte ich ein bisschen Respekt. Aber er fährt hier sehr aggressiv schon mal eine Position an, um den First-Spot zu setzen. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kriegt er vielleicht sogar selber einen Schuss erstmal drauf? Nee, leider nicht, aber er geht ja auch nicht auf selber. Na, ja, jetzt ist er aufgegangen. Jetzt muss er aber auch gucken, dass er wieder wegkommt. Aber gut gemacht trotzdem. Schöne erste aggressive Züge. Und da kracht schon mal die erste Arti ein. Es ist tatsächlich die, von der ich es am wenigsten erwartet hätte. Ich hätte von den anderen beiden eher gedacht. Aber das ist natürlich ein ordentlicher Hit gewesen. 272 dafür, dass er da wirklich nur ganz kurz offen war und dann wieder weggefahren ist. Schon ekelhaft. Aber er kann ja nicht mehr bleiben im Moment. Okay. Er fährt jetzt hier auf die andere Seite. Mal gucken, was sein Ziel ist. Pinkt jetzt hier nochmal das Objekt an. Ah, da hat der Auto eben natürlich auf den T49. Da war der Emi im Weg. Das wäre zum Beispiel so eine Situation gewesen. Das wäre ärgerlich, wenn der Teamschaden angewiesen wäre, weil er wollte eigentlich bloß den T49 hier treffen. Jawohl. Kuschelstunde. Go-Spot, ja, das kommt immer gerne von den Artis, aber oh, okay, also die E7 scheint wieder ein Stück vorgefahren zu sein. Na, aber ein bisschen spotten wäre schon nicht verkehrt. T55A steht auf der anderen Linie mit dem T62A dahinter. Ja, genau, das denke ich nämlich auch. Der T55A könnte auf der Seite ein bisschen weiter, ein bisschen aggressiver vielleicht sogar. Oh, die Grille geht raus. Scheint der gegnerische Spot besser zu sein, wobei da der T49 raus ist. Ja, der Kampfgeist fährt hier eine Position an, die ich auch öfters bespiele, gerade mit dem Light. Hier vorne, wenn man sich den Baum gleich noch umwirft. Ja, das macht er auch. Genau. Und die Häuser kaputt macht. Dann hat man hier eine wunderschöne Stelle, um zu spotten und gleichzeitig den Gegner zu beschießen. Ohne aufzugehen. Weil der Baum jetzt, wie er umgekippt ist, gibt halt den kompletten Tarnwert, wie ihr das gerade seht hier. Das reicht halt. Und jetzt kann er ja wunderschön spotten. Hat ja auch schon ein bisschen was auf der Uhr. Ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel. Gerade für so eine Map als einziger Scout, aber ja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen, so würde ich es auch hier sagen. Gerade die Artis können da ja jetzt ganz schön reinwirken. Da geht noch ein Objekt 140 auf. Andere Seite sieht noch okay aus. Leider ist eine Arti, ja, na gut, eine Arti ist ja schon raus. Auch immer die sich hingestellt hat, damit sie raus ist. Das ist schlecht. Jetzt geht er hier auf. Macht noch einen Hit auf den 140er. Und kriegt im Moment hier selber noch keinen Beschuss. Gut gemacht. Schnell sich auch verlegt. Auf einmal kommt hier auch das Objekt angesteuert. Da hätte er ihn fast noch gerammt. Das wäre natürlich ärgerlich. Vielleicht hätte er dann sogar eine Art hier reingehittet oder so. Na, der E75 steht so hinterm Busch, der dürfte ihn ja definitiv nicht aufkriegen. Ah, der T10 in der Mitte, gerade bei den Bahnschienen, das kann natürlich immer mal passieren. Ja, der hat sich da ein schönes Frack gesucht, der E75. Na, die Position, er darf nicht vergessen, das 140er muss ja noch irgendwo stehen. Ja. Geht jetzt hier auch auf. Artis nicht vergessen.
ist ja nicht nur das Objekt und die zwei Heavies, es sind ja auch noch drei Artis auf der anderen Seite, da muss man ein bisschen aufpassen. IS-4 nimmt jetzt hier das Objekt 268 raus, die andere Seite ist immer noch da. Also der T-55A scheint das da noch ganz gut zu kontrollieren mit der Grille dahinter und dem SD-1. Aber hier die Seite, ja doch, so langsam wird sie gewonnen. Aber er muss hier doch aufpassen, ne? Dann bist du rucki zucki mal Two-Shot und dann ärgerst du dich. Arti eingeschlagen, so sieht's nämlich aus. Dann hast du hier zusätzlich noch die Arti. Wo ist das 140er? Ah, da ist das 140er. Ich wollte gerade sagen, wo ist das hin? Aber der fährt sehr aggressiv hier auf ihn drauf zu. Da muss er, da muss er los. So muss das sein. Du fährst weg und gibst ihm schönen Hit und dann kommt noch ein schöner Hit auf das Objekt und es brennt fast ab. Ah, schade. Leider nur getrackt. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen auf die IS-4. Nicht, dass er von dir bekommt. Die geht hier raus von der Badget-Arti. Sehr schön. Und jetzt vielleicht das Objekt, was hier rausgeht. Das wäre natürlich toll. Er macht das ganz gut. Ganz zierlich schleicht er sich hier um die... Haha, er zündet ihn sogar noch an. Ja, super. Das Objekt ist auf jeden Fall raus. IS-7. Da könnte man noch hinterher... er schleicht sich hier wie so eine Katze um die Häuser. Zack und zack und rechts und links, das läuft. Schön, schön. So, da ist die... ja. Da haben wir sogar den Arsch. Da hätte ich wahrscheinlich noch eine Sekunde länger eingezielt. Wobei das ein russischer Tank ist. Also, der wäre so gebounced, egal was er gemacht hätte hier. Muss man bloß aufpassen. Hit wäre unschön. Aber es hat er gut gemacht. Hat geschaut, wo er ungefähr hinschießen würde, wenn... So, der Gegner hat noch einen T10, der ist da in der Mitte. Und eine Doppelgrille. Oh, die ist natürlich auch lecker. Die wäre natürlich auch lecker. Jawohl. E7 rausgeknuspert. Zwei Kills auf der Uhr. Ordentlich Spot. Ein bisschen Schaden, so muss das sein. Gerade auf der Map ist es meistens so. Ah, ärgerlich. Der hat ihm auch so ein bisschen auf den Kicker, ne? Der Kroleko. Die anderen beiden komischerweise nicht. Das wundert mich. Ich hätte eher gedacht, dass die anderen beiden richtig Party machen werden. Naja, die Grillen verhaften sich leider schneller, als er hier einziehen kann. Das ist natürlich unschön. Aber vielleicht noch einen auf die Grille. Jawohl. Noch einen auf die Grille. Vielleicht noch einen. Aha, eine Panzerung nicht durchschlagen. Natürlich. Bei einer Grille geht das ja immer. So, die andere Grille steht noch da. Ja, einen Schuss kann er sich eigentlich locker fressen. Ja, und drei Artis. Das wäre nochmal schön, ein bisschen Schaden vielleicht und ein Spot. Oh, schöner Hit. Ja, ob das sein Spot ist, aber es ist sein Spot. Da geht noch eine Arti auf. Mit HE kriegt er Schaden drauf und dann passiert nichts. Aber da gehen die Gegner raus und das ist doch nochmal ordentlich Spotting gewesen. Und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein und gucken uns mal an, was du hier geschafft hast. Ja, gemeistert, logischerweise, bei so viel Spotting, das sehen wir auch nachher in der XP-Auswertung, da reicht das natürlich dicke. Ja, Orlik, Medal und der Wachposten. Ja, wir gehen mal in die Teamauswertung. So, ja, 2165 Schaden, 3 Kills, 1447 Base XP. Man muss aber ganz klar auch den Emil 2 hier erwähnen mit 4200 Schaden. Also sein Team hat gut Schaden gemacht, wenn wir hier oben uns mal die beiden angucken. T62A wie auch der Emil 2 haben ordentlich Schaden gemacht, aber wir gehen mal jetzt in die detaillierten Infos und da sehen wir natürlich die wichtigen Werte. Ja, erstmal 20 Mal geschossen, 16 Mal getroffen, 9 Mal penetriert. Das ist im Light völlig okay, ist auch meistens über die Entfernung. Von daher passt das schon. Wobei, jetzt in dem Fall war es alles im Nahkampf, den Schaden, den du gemacht hast. Aber der andere war dann halt vielleicht aus der Entfernung. Ja, 7590 Spot. Und das macht combined fast 10.000 Schaden. Einfach eine wunderschöne Runde. Ja, mit einem deutlichen Plus rausgegangen. Schön gespottet, schön aggressiv gefahren. Ich finde auch auf Prokhorovka gerade die rechte Seite auch eine sehr wichtige Seite. Da fahren sie sehr gerne hoch. Von daher hast du die da unter Druck gesetzt und genauso muss es natürlich sein. Ja, da gibt es eigentlich nur noch zu sagen, danke hier an Kampfgeist97, danke an die drei Opfer, muss ich hier zu sehen oder in den Kommentaren. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, schaltet wieder ein und das Wichtigste, schickt fleißig Replays. Das ist immer gut, dann habe ich eine schöne Auswahl und dann sind wir alle zufrieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.